vielleicht, wir müssen auch über ein Auto reden, da haben wir eben schon im Museum davor gestanden, das ist der Moby Dick. Der über Porsche überhaupt. Ne? Also in dieser 911er Silhouette zur damaligen Zeit. Naja, den Moby Dick, das ist, muss man eigentlich aus der Geschichte heraus sehen. Ich meine, wir haben 76 mit dem 935 angefangen. Das waren Fahrzeuge, die Rennfahrzeuge auf sehr dicht auf der Straßenversion basiert. Reglement hat aber eine ganze Reihe von Freiheiten gelassen, wurde auch entsprechend auch ein bisschen adaptiert. Und so kam also für 78 eine kleine, na sagen wir mal, heute würde man sagen, eine Clarification, eine kleine Änderung, die für unsere Mitkonkurrenten, das war BMW und Ford, die Frontmotoren hatten, die hatten den Nachteil, dass das Abgasrohr hinter Radstandsmitte nach außen geführt werden durfte. So war es als Reglement. Und dadurch sozusagen unterm Schweller rausgeguckt hat. Und sie mussten deswegen ihr Auto höher fahren. Also die Bodenfreiheit war höher aufgrund der Abgasanlage. Und da haben die gesagt, der Porsche hat das Problem nicht. Der hat einen Heckmotor und der kann tief fahren, so wie er will. Und da wurde also das Reglement ein bisschen korrigiert, indem man das denen zugelassen hat, den Schweller zu modifizieren. Die endgültige Formulierung vom Reglement war dann ein bisschen, naja, von welcher Seite man es anguckt, glücklich, unglücklich, für uns glücklich. Wir haben daraufhin dann das so interpretiert, indem man den ganzen Schweller abschneidet. Und haben dadurch den Elfer nochmal um, ich glaube, 8 oder 9 Zentimeter tiefer gebracht. Und das war also, sagen wir mal, eine Maßnahme. Das andere war natürlich so, inzwischen waren natürlich, am Jahr vorher hat man dieses Heckdoppelfenster schon eingeführt gehabt. Ja, die Silhouette konnte korrigiert werden, aber die Original-Heckscheibe musste beibehalten werden, also hat man Doppelfenster gemacht. Das ist irre, also man sieht tatsächlich das flache Heck ablaufen, das flache Heck, das Original-Elfer-Heck durchs Fenster anzugucken. Um die Zuströmung zum Heckflügel zu verbessern. Und ja, das war halt dann sozusagen im Laufe der, so ein Reglement lebt ja und es wird dann interpretiert und naja, und da ist halt dann schlussendlich der Moby Dick rausgekommen. Ich muss dazu sagen, Moby Dick war der erste Porsche mit dem Vierventilmotor, Rennmotor, und der hatte dann schlussendlich 800 PS. Also war schon heftig, fuhr damals in Le Mans gestoppte 366, wenn ich mich richtig erinnere. Die Renault fuhr 367, einer. Wir haben da gesagt, naja, Franzosen, man weiß es ja. Musste schneller sein. Ja, ja, war ja kein Problem. Ja. Nur der Moby Dick, so toller ist, aber aufgrund dieser hohen Leistung war natürlich sein Verbrauch dramatisch. Mhm. Und durch das, dass die Prototypen ohnehin schon einen größeren Tank hatten, nämlich 160 Liter, während die Gruppe 5, also der 935, nur 120 Liter. Mhm. Und wenn Sie dem jetzt 800 PS hineinpacken und der Verbrauch natürlich dramatisch hoch ist, also wir haben, glaube ich, alle 40 Minuten regulär getankt. Das stimmt, da waren Sie immer beschäftigt mit Vorbereiten richtig für den nächsten Tankstopp, wenn der gerade rausgefahren genau ist. Und dann hatten wir dann im Lauf des Rennens, gab es dann noch ein paar kleinere Schwierigkeiten mit, ich glaube, Reifenschäden und ja, und dann wurde irgendeine Dichtung am Motor ein bisschen undicht, dann hat es Öl rausgetrieft und dann musste man das abdichten und so Geschichten. Also ich weiß nicht, wir hatten, ich glaube, an die 30 Boxenstopps. Alle 40 Minuten quasi, ne? Ja, das war die reguläre, dazwischen kamen dazwischen die irregulären. War das die Geschichte, wo sie dem Jackie X irgendeinen Teil an die Strecke gebracht haben? Nee, das war nicht mit dem Moby Dick, oder? Irgendeine Benzindichtung oder ein Benzinsieb oder sowas? Wo sie irgendwas über die Strecke rübergeworfen haben. Ach nee, das war, da wurde, ja, das war viel später. Das war 79. Da, ah, okay. 79, richtig. Das Thema Gruppe 5, also 935, war beendet. Wir hatten inzwischen so viele Kundenauto verkauft. Die Meisterschaften waren voll mit Porsches, also es gab keinen Grund, werkseitig zu fahren. Und man wollte aber weiter Motorsport betreiben und dann war im Prinzip so, dass wir 79 war in Le Mans eigentlich keine wesentliche Konkurrenz. Werke waren nicht da und da hatte man gesagt, na komm, dann holen wir doch diese alten 936er, die schon zweimal gewonnen haben. Also waren dreimal in Le Mans, zweimal gewonnen. Da könnten wir ja nochmal rumrollen und dann nochmal Le Mans gewinnen, was ja für die Firma ganz wichtig ist. Und ja, und wie gesagt, Rennen, die sie vor dem Rennen schon gewonnen haben, da müssen sie heftig aufpassen.
Wir sind nämlich mit beiden Autos ausgefallen. Und einer der Fall war, da war der Einspritzpumpen-Zahnriemen hat sich gelöst, ist rausgefallen. Und der Fahrer hatte zwar einen Ersatzriemen, einen kleineren, damit er bis zur Box kommt und dort kann man dann den richtig montieren. Und aber es war Nacht und er hat ihn also wohl nicht richtig draufgebracht, sodass er beim Starten des Motors der Ersatzriemen auch weggeflogen ist. Und damit war natürlich, hatte er keinerlei Möglichkeiten mehr. Daraufhin hat man gesagt, na komm, dann bringen wir halt einen raus. Es wird schon klappen. Es hat nicht geklappt. Derjenige wurde erwischt von den Kommissaren und dann gab es natürlich dann sofort die Meldung an der Rennleitung. Ich musste dann in die Rennleitung kommen. Über die Strecke drüber werfen. Er war auf der falschen Seite von der Strecke. Er musste also rüber schmeißen. Und dann hat der Berto mir erklärt, dass entweder ihr holt ihn freiwillig rein oder er kriegt die schwarze Flagge. Sie haben sich erst noch versucht zu winden mit Sprachschwierigkeiten. Das hat auch nicht richtig, geklappt. Jawohl. Ich kann kein Französisch, heute auch noch nicht. Ich habe gesagt, ich kann ja kein Französisch, dann hat er es mit Englisch probiert, dann dachte ich, naja, Englisch kann ich auch nicht, aber dann hat er jemanden, der Deutsch konnte. der erklärt, was Phase war, sozusagen. Damit war das Thema erledigt. Und das war welches Jahr? Das war 79. 79, genau. Aber Sie haben dann den Wagen doch 1981 auch nochmal richtig zum Museum geholt. Wir hatten, hat man dann ein 924-Projekt für 1980 angezettelt. Ja. Weil man einfach zeigen wollte, dass der 924 auch ein Porsche ist und damit Rennen fahren kann. Und das Jahr drauf war dann vorgesehen, das gleiche nochmal mit drei 924 oder 944er zu fahren, mit dem neu entwickelten 944 Turbo, der dann im Herbst auf der IAA vorgestellt wurde. Und da waren auch wieder drei Autos vorgesehen. Nun war aber inzwischen ein Wechselfuhrmann, ist in Ruhestand gegangen, Schutz, der Amerikaner kam und hat sich auch natürlich auch für Motorsport interessiert und sagte, na, was machen wir denn? Und sagte, ja, wir haben drei 944er, mit denen fahren wir. Und sagt, wie sind die Chancen auf Gesamtsieg? Sagt, keine, wir fahren auf Klassensieg. Ja, warum gibt es nichts anderes? Überlegt euch mal was. Und dann hat man gesagt, na gut, inzwischen wurde in Le Mans das Reglement etwas korrigiert. Dieser Turbofaktor wurde weggenommen. Turbofaktor heißt ja, dass man also den Hubraum des Motors mit dem Turbofaktor 1.4 damals dividiert und damit gibt es einen kleineren Hubraum für die Turboaufladung. Und deswegen kam, Prototypen waren 3 Liter, deswegen kam dieser 2,1 Liter raus. Und für das Jahr 81 wurde das aufgehoben. Man hat schon gesehen, das ist so das Ende dieser Ära und dann haben die gesagt, komm, dann lass ich doch und dann hatten wir die Möglichkeit, diesen ehemaligen für die Indie-Geschichte vorgesehenen Sechszylinder dort einzusetzen. Der war standfest, weil in den Ovalen musste er ja nun wirklich vollgasfest sein. Man hat den wieder zurückentwickelt von dem Methanol-Sprit auf den normalen Kraftstoff und hat den dann in die Motoren in die 936 gebahnt. Und der 936 war eigentlich schon 4 Jahre im Museum. Ne? Der war schon im Museum. Man hatte dann gesagt, na gut, das Nächste, was klar ist, wir hatten da immer wieder mal Probleme mit dem Getriebe, dann lasst uns dieses Can-Am-Getriebe nehmen. Das hat zwar nur 4 Gänge, lässt sich furchtbar schwer schalten, aber es kann das Drehmoment ganz locker. Und dann hat man also den Motorgetriebe hat man dann geändert, das Auto entsprechend abgeändert und so ist man dann 81 nach Le Mans gegangen. Und ja, und wir hatten das Glück, dass wir es gewinnen konnten. Und dieser Motor war im Prinzip dann das einzige Bauteil, was wir dann das Jahr später im 956 übernommen haben. Alles andere war neu. Haben Sie nach dem Le Mans Sieg 81 eine Gehaltserhöhung bekommen? Nein. Aber Sie haben danach gefragt, oder? Nein. Das war viel früher. Tatsächlich? Wurde. Ja, okay. Das war im Spaß. Und ja, ich weiß. Aber ich dachte, das war bei dem Jahr. Nee, wir hatten ja die... Das war, glaube ich, 77 mit dem Baby, die Geschichte. Also ein leichter 935, den wir in der 2-Liter-Klasse in der deutschen Rennsportmeisterschaft eingesetzt haben. Oh, richtig, jawohl. Ford und BMW waren da sehr heftig zugange und die so immer so ein bisschen, naja, die Medien haben es halt hochgespielt, gesagt haben, ja, in der großen Klasse, da macht er alle platt und da ist auch jetzt keiner mehr, da ist, aber in der kleinen, da ist richtig, da gibt es BMW und da Ford, ist richtig, da ist ja auch ein Nährpaar von Ford zu BMW gegangen und so ist die, es.
Und kommt nur, würdet ihr nur mal in die kleine Klasse kommen, dann müsstet ihr es schon mal sehen. Naja, wir haben dann so ein Auto gemacht, fuhr mal gesagt, das machen wir ganz schnell. Das Auto war, naja, noch nicht ganz fertig, da sind wir zum Norrisring gegangen, das ist die größte Veranstaltung in Deutschland, dieser DRM. Ja, das ging gar nicht gut. Nicht nur, dass das Motoransprechverhalten war nicht besonders, die Getriebeübersetzung hat nicht gepasst, weil wir diese Gänge halt nicht hatten. Und ja, im Auto war noch einiges zu tun. Und naja, und der Fuhrmann sagte, also dann eben dann der nächste WM, der nächste DRM-Lauf in Hockenheim. Da habe ich gesagt, nee, also das ist in 3 Wochen. Also ich weiß nicht, ob wir das auf die Reihe kriegen, diese vielen Probleme, die wir haben. Ist egal, macht's. Ja, dann haben wir es halt gemacht und haben dann gewonnen. Und zwar recht überlegen. Und dann kam damals, ich glaube, Jantke war der Rennleiter. Manfred Jantke war ja damals Pressechef und Rennleiter, war ja damals mal das Richtig, Gleiche, ne? Und der sagt, jetzt gehe ich und rufe, meine Fernsehübertragung gab es nicht so viel. Und jetzt rufe ich den Fuhrmann an und sage ihm Bescheid, dass das also toll gelaufen ist und wir haben gewonnen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie schönen Gruß von mir, ich möchte eine Gehaltserhöhung, weil das so schön geklappt hat. Worauf Herr Jantke dann zurückkam und sagte, ja, Fuhrmann freut sich, gratuliert und so weiter. Und im Übrigen, die Gehaltserhöhung gebührt ihm und nicht mir, weil er hatte mich ja da hineingedrückt.